Ja, so wie wir schon gehört haben, wir sind in diesem Monat Januar mit der ganzen Gemeinde in einer Predigtreihe. Und in dieser Predigtreihe geht es um Neuanfänge. Um diese Tatsache, um diese Realität neu anzufangen. Und wie gut ist es und wie schön ist es im Leben, wenn wir die Möglichkeit mal haben, in irgendwelchen Bereich neu anzufangen. Wir kennen das aus der Schule, diejenigen, die wir in der Schule waren und die, die noch in der Schule sind, die Kinder. Kennt ihr das, wenn ihr was schreibt und irgendwie ihr merkt auf einmal, ihr habt etwas Falsches geschrieben oder das ganze Blatt sieht nicht so gut aus. Und was macht man dann? Man zerreißt dieses Blatt, man zerreißt dieses Papier und man fängt von vorne an. Man fängt mit einem neuen Blatt, mit einem weißen Blatt und manchmal im Leben haben wir, Gott sei Dank, solche Möglichkeiten, solche Momente, wenn wir ein neues Blatt anfangen können. Und wenn wir im Leben schon merken, wenn wir schon merken, wie wichtig ist, dass wir in manchen Bereichen neu anfangen, wie viel mehr ist es wichtig, im geistlichen Leben neu anzufangen? Nicht nur irgendwie mit einer Schulaufgabe oder mit einer Arbeit, wo du merkst, du hast es vermasselt und dann hast du doch die Möglichkeit, neu anzufangen, sondern wie wichtig ist, im geistlichen Leben neu anzufangen. Und heute Morgen in dieser Predigtreihe geht es um folgendes Thema, folgender Titel, Neuanfang im Leben eines Zöllners. Neuanfang im Leben eines Zöllners. In Gottes Wort im Neuen Testament, es werden zwei Zöllner mit Namen genannt. Einer ist Zachäus. Wir wissen, Zachäus war ein kleiner Mann. Ein kleiner Mann war er. Lukas Kapitel 19, Zachäus wird genannt der Oberste der Zöllner. Er war der Oberste der Zöllner in Jericho. Aber in Lukas Kapitel 19 lesen wir und die Bibel berichtet, wie wunderbar dieser Mann gerettet wurde. Und der zweite Zöllner, der mit Namen genannt wird in Neuen Testament ist Matthäus. Matthäus, und wir möchten heute Morgen einen Bibelvers lesen. Es geht heute Morgen um Bekehrung. Es geht heute Morgen um ein neues Leben anzufangen. Es geht heute Morgen um die Errettung. Es geht heute Morgen um einen Neuanfang in unser geistliches Leben. Und ich möchte lesen, was Matthäus schreibt. Ich finde es so interessant. Wir werden lesen aus Matthäus Evangelium, Kapitel 9, Vers 9. Und ich finde es sehr interessant, Matthäus berichtet über seine eigene Bekehrung und er macht es in ein einziger Bibelvers. Er schreibt nicht ein Kapitel darüber, er schreibt nicht mehr darüber, sondern in ein einziger kurzer Bibelvers. Matthäus berichtet über seinen Neuanfang. Aber als ich diesen Bibelvers betrachtet habe, als ich mich vorbereitet habe aus diesem Bibelvers, ich habe gemerkt, es ist so viel drin in diesem Bibelvers. Ein einziger Bibelvers und doch da drin in diesem Vers wird ein Leben komplett radikal verändert. So Matthäus Evangelium Kapitel 9, Vers 9, da lesen wir Folgendes. Es geht erstmal hier um Jesus. Und als Jesus von dort weiterging, sah er einen Menschen am Zollhaus sitzen, Matthäus genannt. Und er spricht zu ihm, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Ein Bibelvers, und in dieser Bibelvers wird ein Leben verändert. Ein Bibelvers, und dieser Bibelvers berichtet über einen Mensch, der radikal verändert wurde und der einen Neuanfang erlebt in seinem Leben. Ich habe mir vorgenommen, dieser Bibelvers durch drei einfache Fragen zu betrachten. Und Frage Nummer eins heute Morgen ist, wer kann einen neuen Anfang erleben? Wer kann überhaupt einen Neuanfang erleben? Diese Frage ist so wichtig, weil es kann sein, es ist jemand hier heute Morgen in so einem Gottesdienst. Es kann sein, jemand schaut in Livestream und es kann sein, jemand denkt, ach, für mich ist doch zu spät für einen Neuanfang. Ich bin zu weit gegangen. Ich hab's alles vermasselt in mein Leben. Und für mich ein Neuanfang ist schon zu spät. Und da frage ich
Ist das aber wirklich so? Oder ist doch ein Neuanfang noch möglich für jede einzelne von uns? Nun, um diese Frage zu beantworten, lasst uns in dieser Bibelvers der Mann ein bisschen anschauen, von dem hier die Rede ist. Und ich möchte, dass wir zwei Sachen über Matthäus anschauen, die ganz wichtig sind. Nummer eins, die Bibel sagt uns, Matthäus hat noch einen anderen Namen gehabt, und zwar Levi. Er hieß Levi Matthäus. Nun, von einer Seite, ich weiß, Levi ist ein schöner Name. Aber das zeigt uns erstmal, Matthäus gehört zu einer jüdischen Familie. Zweitens, es zeigt uns noch etwas. Wir haben immer wieder gesagt hier in der Gemeinde, in den damaligen Zeiten, in die biblischen Zeiten, die Eltern haben ihre Kinder nicht einfach so einen Namen gegeben. Ja, die haben nicht irgendwo gesucht, gegoogelt, was sind die beliebtesten Namen für dieses Jahr, für diese Zeit, sondern die Eltern haben ihre Kinder einen Namen gegeben mit einer Bedeutung. Die wollten auch, wenn es gehen würde, durch diesen Namen ihr ganzes Leben von den Kindern, ihr Leben prägen. Die wollten eine Botschaft weitergeben. Und Levi aus dem Alten Testament bedeutet anhänglich. Jemand, der an etwas festhängt. Und ich kann mir gut vorstellen, in dieser jüdischen Familie damals, bei den Eltern von Matthäus, als sie beschenkt wurde mit dieser Junge, sie haben diese kleine Junge angeschaut, sie haben überlegt, sie haben gedacht, wir geben ihm den Namen Levi, in der Hoffnung, dass eines Tages dieser Junge, wenn er groß ist, dass er sich an Gott hängt. In der Hoffnung, dass eines Tages, wenn dieser Junge groß ist, wenn dieser Junge erwachsen ist, dass er sich festhängt an Gottes Wort. Aber, oh Geschwister, die Zeiten, die Jahre sind vorbeigegangen und etwas ist in die falsche Richtung gegangen in Levi Matthäus Leben, weil die Bibel sagt uns, er wurde ein Zöllner. Nun, wir würden heute sagen, ja, und? Guter Beruf. Das heißt, der Mann kann mit Zahlen umgehen. Jugendliche würden heute sagen, nice oder auch nicht, kommt drauf an, ob jemand auf sowas steht, mit Zahlen umzugehen, um zu rechnen und Geld und so weiter. Aber wenn wir den Zusammenhang von damals anschauen, wir merken genau, das ist das Problem in Matthäus Leben. Genau diese Tatsache von Beruf her, von Beschäftigung her, er wurde ein Zöllner. Und genau das ist das Problem, was so schwierig macht in sein Leben, einen Neuanfang zu erleben. Wir wissen in der damaligen Zeit, Israel, Jerusalem, Israel, eigentlich ganzer Israel, lebte unter römischer Besatzung. Und die Römer haben das Sagen gehabt im Lande. Natürlich war auch eine gewisse Freiheit da für Israel, auch in die religiösen Sachen da. Aber doch, Rom hat das Sagen gehabt in viele Bereiche. Und was die Römer gemacht haben, die haben ein Steuersystem gehabt. Die haben überall im Land Steuer eingesammelt. Es gab zum Beispiel Steuer für bestimmte Wege. Man konnte nicht auf bestimmte Wege gehen, laufen, fahren, ohne eine Steuer zu zahlen. Es gab Steuer für Brücken. Es waren Brücken da im Lande und du konntest nicht einfach so hingehen auf dieser Brücke, wenn du nicht Steuer gezahlt hast. Aber die Römer waren sehr schlau. Die Römer haben nicht direkt diese Steuer eingesammelt, sondern durch bestimmte Beamten. Diese Beamten hießen Zöllner. Und diese Beamten in der damaligen Zeit in Israel, die zuständig waren, um diese Steuer einzusammeln, die waren alle jüdische Männer. Es waren nicht römische Soldaten, es waren nicht römische Staatsangehörige, sondern es waren alle jüdische Männer. Sehr interessant, diese Zöllner waren frei, die Summe von dieser Steuer zu erhöhen. Zum Beispiel nehmen wir an, Rom hat gesagt, für diesen Weg, für diese Brücke muss man eine Steuer zahlen von 20 Euro. Reden wir in dieser Begriffe von heute. Du musst eine Steuer zahlen für 20 Euro.
Der Zöllner hat die Freiheit gehabt, hat diese Möglichkeit gehabt, diese Summe höher zu machen und zu sagen, nein, ich verlange 30 Euro. Und den Unterschied von 20 bis 30 Euro, die 10 Euro, gingen in seine Tasche. Und Rom hat kein Problem damit gehabt, solange Rom ihre 20 Euro gekriegt hat für diesen Weg oder für diese Brücke. Und so diese Tatsache, ein Zöllner zu sein, ein Zöllner zu werden, die Summe nach deinem Geschmack zu erhöhen, war sehr interessant und ein menschlich gesehen ziemlich guter Weg, reich zu werden. Das Problem war nur, diese Menschen, die Zöllner waren, die waren angesehen, die waren angeschaut als Verräter ihrer eigenen Nation. Die waren Juden, ich habe schon erwähnt, die haben für die Feinde gearbeitet, für Rom gearbeitet. Die waren als Verräter angeschaut, die wurden gehasst, die wurden verachtet, die waren Sünder. Wir kennen, als Jesus ein Gleichnis gibt, nicht wahr? In Lukas Kapitel 18. Jesus gibt uns dieses Gleichnis, wo er baut dieses Gleichnis so, dass er einen Kontrast schafft. Und von einer Seite in diesem Gleichnis, Jesus nimmt der beste religiöse Mann von der damaligen Zeit, ein Pharisäer. Die Pharisäer, die draußen an die Straßen gebetet haben, die Pharisäer, die zweimal in der Woche gefastet haben, die Pharisäer, die ihre Zehnte gegeben haben, sogar aus Pflanzen. Und was ist zu der anderen Seite? Was ist der schlechteste Beispiel, der schlechteste Mensch, was Jesus nehmen kann in dieses Gleichnis, um einen Kontrast zu schaffen? Von einer Seite haben wir den Pharisäer. Von der anderen Seite ist wer? Der Zöllner. Der Zöllner, schlechter konnte es nicht sein. Der schlechteste Beispiel konnte er nicht nehmen, sondern der Zöllner. Der Zöllner, der in den Tempel geht und er bleibt irgendwo in der Ferne, weit weg, der Zöllner, der nicht mal Mut hat, sein Haupt zu erheben, der Zöllner. Ein Bibelkommentator sagt, wer in der damaligen Zeit zu einem Zöllner werden wollte, er musste wissen, dass er sich trennt von Gott und von seinem Vaterland. Er musste wissen, dass er Verachtung auf sich nehmen muss. Und er musste wissen, dass er nach jüdischer Anschauung ewige Höllenstrafe zu erwarten hat. Diese Menschen wurden gehasst, diese Menschen wurden verachtet, diese Menschen wurden betrachtet als Sünder, als Menschen, die auf dem Weg sind zu einer ewigen Höllenstrafe, weil sie haben Gott verraten, sie haben ihr eigenes Land verraten und sie arbeiten für den römischen Reich und nicht nur das, die sind reich und die werden reich durch krumme Dinge. So jetzt nach dieser Betrachtung, um zu unserer Frage zu kommen, wer kann einen Neuanfang erleben? Nachdem wir Levi Matthäus betrachtet haben, nachdem wir gesehen haben, was in seinem Leben los war und was in seinem Leben losging, ich möchte sagen, der Sünder kann einen neuen Anfang erleben. Jeder, der versagt hat, kann einen Neuanfang erleben. Jeder, der denkt, vielleicht er ist zu weit gegangen oder du bist zu weit gegangen, du kannst einen Neuanfang erleben. Menschen, die verachtet sind, die können einen Neuanfang erleben. Menschen, die in ihrem Leben alles kaputt gemacht haben, die können einen Neuanfang erleben. Du und ich, heute Morgen, wir können einen Neuanfang erleben. Egal, wie deine Vergangenheit ist, egal was Menschen über dich sagen, egal wie weit du gegangen bist, dieser Text, diese Bibelstelle, diese Realität von Levi Matthäus der Zöllner zeigt uns heute Morgen, dass du und ich, dass wir heute Morgen, egal wie weit wir gegangen sind, egal wie viel wir in unserem Leben kaputt gemacht haben, wir haben noch die Möglichkeit, wir haben noch die Chance, heute Morgen einen Neuanfang zu erleben. Das führt mich zu der zweiten Frage. Wie kann ich einen Neuanfang erleben? Und gerade am Anfang des Jahres habe ich auch gesehen, verschiedene Artikel in Zeitungen, auf Internet, Tipps, um einen Neuanfang zu erleben.
Ich fand interessant, weil wir haben gerade diese Predigtreihe in unserer Gemeinde Neuanfang zu erleben. Und da standen so viele Schritte, um einen Neuanfang zu erleben, so viele Schritte, um das zu erleben. Und alle interessante Dinge, interessante Sachen. Aber als ich diese interessante Sachen gelesen habe, ich dachte, das wird nicht funktionieren. Ein Neuanfang zu erleben, das geschieht nicht in unserer eigenen Kraft. Es sind nicht nur gute Vorsätze, es ist nicht positives Denken. Meine lieben, Levi Matthäus konnte nicht in seiner eigenen Kraft einen Neuanfang erleben. So die Lektion aus dieser kleine Text, Matthäus Kapitel 9, Vers 9, ist folgendes. Ein neuer Anfang geschieht allein durch Jesus Christus. Ein neuer Anfang geschieht allein in unserem Leben durch unseren Herrn Jesus Christus. Matthäus konnte allein nicht sein Leben verändern, aber wie schön, dass an dem Tag Jesus dort gekommen ist. Und ich sage heute Morgen, wie schön, dass an diesem Morgen Jesus hier gegenwärtig ist, in seiner Gemeinde, in sein Haus. Ein Neuanfang ist möglich allein und nur durch Jesus Christus. Und in dieser Bibelvers, wenn wir hier aufmerksam lesen, Jesus tut hier drei Dinge, er tut drei Schritte Richtung Matthäus. Jesus tut heute Schritte in deine Richtung, Richtung deines Herzens. In dieser Text, Jesus tut drei Schritte Richtung Matthäus Lebens. Nummer eins, die Bibel sagt uns, Jesus kommt dorthin, wo Matthäus war. Er kommt dorthin. Die Bibel zeigt uns hier, Jesus ist in einer Bewegung von dorthin. Er ging weiter und er kam an dieser Zollhaus. Und stellt euch nicht vor, das war einfach so eine Stelle, wo Matthäus einen kleinen Tisch gehabt hat mit Geld drauf. Es war ein Zollhaus. Er war irgendwo drin, vielleicht in einem kleinen Häuschen. Warum? Dieser Mann war und wurde gehasst. Wahrscheinlich draußen vor diesem Haus war mindestens ein römischer Soldat, um ihn zu bewahren, falls jemand ihn angreifen möchte. Falls jemand schon stinksauer ist, dass die Steuer wieder höher geworden ist und ihn angreifen wollte. Matthäus war in dieser Zollhaus und Jesus kommt dorthin, wo Matthäus ist, wo Matthäus war, an dieser Zollhaus. Diese Tatsache, dass Jesus dorthin kommt, zeigt uns nochmal ein Bild von Jesu Mission. Wir haben vor kurzem Weihnachten gefeiert. Und was haben wir an Weihnachten gefeiert? Wir haben gefeiert die Tatsache, dass Jesus in unsere Welt gekommen ist. Jesus ist gekommen. Jesus ist gekommen in dieser Welt und Johannes 1 beschreibt es so schön, er kam in sein Eigentum, andere Übersetzungen, er kam zu die Seinen. Er kam zu den Seinen, er kam in sein Eigentum, er kam zu der Menschheit. Er kam hier zu Matthäus. Aber heute Morgen möchte ich betonen, er kommt und er möchte zu dir kommen. Er möchte zu dir kommen, da wo du bist, in dein Leben, in dein Alltag, in dein Zusammenhang. In dein Leben mit, vielleicht so wie wir gesungen haben heute Morgen, mit Scherben, mit Sachen, die du kaputt gemacht hast in dein Leben. Und du denkst vielleicht, es gibt keine neue Chance für dich und es gibt keinen Neuanfang für dich. Aber Jesus möchte heute Morgen nicht einfach so nur kommen zu die ganze Menschheit. Er möchte spezifisch zu dir kommen. Zweiter Schritt, Jesus, er sieht Matthäus. Er schaut Matthäus an. Stellt euch vor, dieser Moment, dieser Augenblick. Matthäus ist in diesem Zollhaus beschäftigt mit Geld zum Rechnen, beschäftigt mit Steuern, mit das Ganze, was er sowieso jeden Tag macht. Und auf einmal Jesus läuft, Jesus geht vorüber, Jesus geht vorbei und ihre Blicke treffen sich. Jesus schaut hinein in dieses Zollhaus, wo Matthäus ist. Von einer Seite, wir haben der Sünder, der Verräter, der Mann, der zu weit gegangen ist. Der Mann, von dem die Eltern gedacht haben, eines Tages wird er sich an Gott hängen, an Gottes Wort festhalten. Aber der ging zu weit in seinem Wunsch, schnell reich zu werden. Er ging über Gottes Wort und er wurde zu einem Sünder, zu einem Mensch, von dem andere gedacht haben, es gibt für ihn keine Chance mehr. Von einer Seite ist Levi Matthäus, von der anderen Seite ist der Sohn, der heilige Sohn Gottes, Jesus Christus, Gott in Fleisch. Und in diesem Moment, ihre Blicke treffen sich. Wisst ihr, ich habe überlegt,
Viele Menschen haben Matthäus angeschaut. Viele Menschen gingen jeden Tag an diesem Zollhaus vorbei und die haben Matthäus angeschaut. Wie haben ihn angeschaut? Als der Zöllner, als der Feind, als der Verräter, als der Sünder. Matthäus erlebt jeden Tag diesen Spruch, der sagt, wenn Blicke töten könnten. Jeden Tag. Seine Mitmenschen, seine jüdischen Mitmenschen gehen vorbei an dieses Zollhaus und die schauen ihm an. Und es waren keine nette, keine freundlichen Blicke. Aber was sieht Jesus, wenn er Matthäus anschaut? Niemand schaut dich an, so wie Jesus dich anschaut. Glaubst du das heute Morgen? Ich weiß nicht, wie die Menschen dich anschauen, was die Menschen so über dich denken, aber niemand schaut dich an, so wie Jesus dich anschaut. Jesus schaut Matthäus an und er sieht einen Mensch. Er sieht seinen Wert. Er sieht, dass auch Matthäus, auch Levi Matthäus, der so weit gegangen ist, der zu einem Verräter wurde, der ein Sünder war. Er sieht aber, dass auch dieser Mensch, auch dieser Mann einen Wert hat in Gottes Augen. Und ich glaube noch eine Sache, Jesus in dem Moment, als er Matthäus anschaut, er sieht auch seine Zukunft. Ich glaube in dem Moment, als er Matthäus anschaut und Matthäus war beschäftigt vielleicht zu schreiben und zu zählen, Jesus wusste schon in dem Moment, das ist einer von den 4 Evangelisten. Amen. Das ist eine, weil wir lesen hier und wenn wir in das Neues Testament öffnen, das erste Buch, was uns begegnet, ist was? Matthäus Evangelium. Matthäus Evangelium, 28 Kapitel. Es kann sein, in dem Moment, als Matthäus schreibt, Jesus denkt, bald wirst du für mich schreiben. Amen. In dem Moment, als Matthäus dort ist beschäftigt und Menschen schauen ihm an mit Hass, mit Unfreundlichkeit. Jesus kommt vorbei und Jesus sieht Matthäus. Aber Jesus schaut ihm an und Jesus weiß, es ist ein Wert in diesem Mensch. Und dieser Wert ist seine Seele. Und Jesus sieht seine Zukunft. Und das ist so wunderbar, wenn Jesus uns anschaut. Jesus sieht auch, was wir durch seine Gnade werden können. Halleluja. Er sieht nicht nur unsere Versagen. Er sieht nicht nur, dass wir vielleicht im Leben zu weit gegangen sind, sondern Jesus, wenn er uns anschaut, er schaut uns an mit Liebe. Er schaut uns an und er weiß, es ist ein Wert in uns. Und dieser Wert ist unsere ewige Seele, für den er gekommen ist, in dieser Welt zu sterben. Und Jesus sieht auch, was wir werden können durch seine Gnade. Oh, auch heute, wir schauen die Menschen an. Auch heute Menschen werden schauen sich gegenseitig an. Und wir teilen die Menschen ein in verschiedene Gruppen. Und mit allem Respekt möchte ich sagen und betonen heute Morgen, es ist so, wenn auf dieser Welt nichts anderes gibt als nur Geimpfte oder Ungeimpfte. Die Menschen auf einmal, die haben keinen Wert mehr. Die Menschen auf einmal haben keine Eigenschaften mehr. Was bist du? Bist du in dieser Schachtel hier? Bist du in dieser Box hier? Oder bist du auf die andere Seite? Aber ich möchte sagen, Jesus schaut uns nicht so an, sondern er schaut uns an mit Liebe. Und egal, was dein Status ist heute Morgen, und wir respektieren jeden Status, geimpft, ungeimpft, aber Jesus schaut dich mit Liebe an und Jesus sieht, was du werden kannst durch seine Gnade. So, Jesus schaut Matthäus an. Aber jetzt kommt das Dritte, was Jesus tut. Und das war schon hier haben die Menschen gedacht, hier geht Jesus zu weit. Jesus ruft Matthäus. So, es ist dieser Mann, Levi Matthäus, ein Verräter, ein Feind, der Zöllner. Jesus kommt dorthin, das war in Ordnung, er dürfte dahin kommen. Jesus schaut ihm an, das war auch in Ordnung. Man darf Menschen anschauen. Aber jetzt tut Jesus etwas und das war ein absoluter Schockmoment für die Menschen, die da waren. Ich meine, schon in diesem Moment, in Kapitel 9, Jesus hat schon einige Jünger, die sind noch nicht alle. Diese Zahl von die 12 Jünger ist noch nicht
geschlossen, aber Jesus hat schon einige Jünger. Jesus ist schon bekannt, er hat schon Taten getan und Wunder getan und die Menschen kennen ihn. Und es kann sein, die Menschen waren neugierig, was wird jetzt Jesus tun, warum ist er hier gekommen an dieser Zollhaus. Und in dem Moment, Jesus schaut Matthäus an und Jesus öffnet seinen Mund und er ruft Matthäus. Er sagt zu diesem Mann, zu diesem Feind des Volkes Israels, zu diesem Mann, von dem die Menschen keine Chance mehr gesehen haben, er sagt zu diesem Mann, folge mir nach. Es war ein Schockmoment. Jesus, was ist mit dir los? Jesus, Moment, was tust du da? Kennst du nicht, weißt du nicht, wer dieser Mann ist? Jesus, du machst dein ganzes Werk und dein ganzer Ruf kaputt und du zerstörst deinen Ruf, wenn du diesen Mann zu dir rufst, wenn du diesen Mann dabei hast. Jesus, du gehst hier zu weit. Ihm zu rufen, so ein Feind, so ein Zöllner, dieser Verräter zu rufen zu dir. Wir sind hier in Matthäus Kapitel 9. Und im Matthäus Evangelium, Jesus wird dargestellt als der König der Juden, der gekommen ist. Und eigentlich Matthäus, er baut sein Evangelium und auch die Struktur sein Evangelium auf dieses Konzept, um zu zeigen, um zu beweisen, Jesus ist der König der Juden. In Kapitel 1, wir haben seine Abstammung. In Kapitel 2, wir sehen, wie andere Menschen von Morgenland, die kommen und ihre Frage ist, wo ist wer? Der neugeborene König der Juden, weil wir haben seinen Stern gesehen und wir sind gekommen, um ihn anzubeten. In Kapitel 3, wir haben die Bestätigung durch den Vater, der vom Himmel sagt, das ist mein geliebter Sohn. In Kapitel 4, der König wird getestet. Er geht in die Wüste und er wird getestet, er wird versucht. Und dann in Kapitel 5 bis 7, in das, was wir heute als die Bergpredigt nennen, wir haben sein Programm. Der König stellt sein Programm vor. Wir wissen, jeder Kandidat zu irgendwelcher Stelle in der Gesellschaft, er sagt, das sind meine Punkte auf meinem Programm. Matthäus Kapitel 5 bis 7, das ist sein Programm als König für sein Reich. Und was Jesus danach macht, er ruft seine Nachfolge. Und deswegen ist es so schockierend, wenn wir lesen, der König, der gekommen ist, der König, der sein Programm vorstellt, in Matthäus 5 bis 7, in Kapitel 9, er geht zu einem Zöllner und er ruft dieser Zöllner und er sagt, du folge mir nach. Hier ruft er einen Zöllner. Folge mir nach, sagt Jesus. Das ist ein Ruf, Geschwister, zu einer Beziehung. Es ist ein Ruf zu ein neues Leben. Es ist ein Ruf zu ein neues Vertrauen. Wir sind heute Morgen, könnten wir sagen, ja, wir sind 2000 Jahre ungefähr entfernt von diesem Text. Aber ich möchte heute Morgen erwähnen und erinnern, Jesus ruft immer noch auch heute Morgen. Jesus ruft dich und Jesus ruft mich. Und er sagt uns heute durch sein Wort, er sagt uns heute durch das Evangelium, folge mir nach. Es ist nicht ein Ruf zu einer Religion, es ist nicht ein Ruf zu einer Gemeinde, sondern es ist ein Ruf, ein Teil zu sein von seinem Reich und zusammen mit ihm sein Reich auf dieser Erde zu bauen und dann eines Tages dieses Reich in die komplette Fülle zu genießen im Himmel bei ihm. Es ist ein Ruf zu kommen und Teil zu sein von seinem Team, von seiner Mannschaft. Es ist ein Ruf zu einer Beziehung mit Jesus, mit ihm zu leben und mit ihm zu sein und eigentlich, Geschwister, Freunde, das beste Leben überhaupt. So, wie kann ich einen Neuanfang erleben, allein durch Jesus? Und lass mich zum Schluss kommen mit einer dritten Frage. Und dieser Punkt hier finde ich auch so wichtig, und zwar, wann? Wann kann ich einen Neuanfang erleben? Wann kann ich einen Neuanfang erleben? Muss etwas in meinem Leben geschehen? Muss ich noch eine Woche warten? Wann? Und in dieser Punkt der Geschichte, Matthäus Kapitel 9, Vers 9, Geschwister, in dieser Punkt der Geschichte, es hängt jetzt alles von Matthäus ab.
So, Jesus ist gekommen, Jesus hat ihn angeschaut, Jesus hat ihn gerufen, Jesus kam dorthin zu Matthäus. In dieser Punkt der Geschichte, es hängt jetzt alles von Matthäus ab. Was wird er tun? Was wird er tun? Stellt euch diese Szene vor. Jesus und Matthäus gegenüber. Jesus und Matthäus, die begegnen sich. Es ist ein Moment im Leben. In diesem Moment wird seine Zukunft entschieden. In diesem Moment wird sein Leben von Matthäus entschieden. In diesem Moment wird sein ewiges Schicksal entschieden. Es ist ein Moment im Leben. Es ist ein ganz besonderer Moment. Jetzt ist sein Augenblick. Jetzt hängt alles von Matthäus ab. Und Geschwister, es gibt solche Momente im Leben. Es gibt solche spezielle Momente im Leben, die unser Leben verändern können. Es sind die Momente, wenn wir Jesu gegenüberstehen. Es sind Momente, wenn wir Gottes Wort gegenüberstehen. Es sind Momente im Leben, wenn Gott zu uns spricht, wenn Gott zu uns redet, wenn wir das Evangelium hören und wenn wir wissen, das ist nicht nur eine Predigt, sondern dieses Wort ist für mich. Wenn wir in einem Gottesdienst wie dieser heute Morgen sitzen oder wir hören Gottes Wort zu und wir wissen, es geht um mich heute Morgen, dieses Wort ist für mich und Gott ruft mich. Es gibt solche Momente im Leben, es sind spezielle Momente. Es sind Momente, die können wirklich unser Leben verändern. Die Frage ist, was werden wir tun in solchen Momenten? Ich möchte fragen heute Morgen, was werden wir tun heute Morgen? In diesem Augenblick der Geschichte hängt alles von Matthäus ab. Was wird er tun? Und die Bibel sagt uns, er hat zwei Dinge getan. Er hat zwei Dinge getan. Niemand hätte damit gerechnet. Aber das zeigt uns genau, dieser Mann hat eine Sehnsucht gehabt nach einem neuen Anfang. Und auf die andere Seite, es zeigt uns, wie stark Jesu Ruf ist in unserem Leben. Wir haben letzten Sonntag gehört, wenn der Vater uns zieht, Amen. Wenn der Vater uns zieht durch seine Liebe, wenn der Vater uns zieht durch seine Gnade, wenn wir wissen, dieser Ruf ist für mich, dieser Moment ist für mich, dieser Augenblick ist für mich, zu Jesus zu kommen. Und so kann ich mir vorstellen, dieser Ruf Jesu in Matthäus' Leben war so stark. Matthäus tut zwei Dinge. Nummer eins, er verlässt alles. Lukas berichtet davon in Lukas Kapitel 5. Es ist die Parallelgeschichte, es ist die gleiche Geschichte geschrieben durch Lukas. Lukas Kapitel 5, da wird uns gesagt, Matthäus verlässt alles. Wer hätte das gedacht? Alles für einen Ruf, alles für ein Leben mit Jesus. Amen. Alles, er lässt alles dort liegen. Er verlässt sein altes Leben, er verlässt seine Vergangenheit, er verlässt seinen Job, sein Geld, er verlässt seine irdische Sicherheit. Jesus sagt, folge mir nach. Aber er klärt nicht, wo wir hingehen. Matthäus fragt nicht, Moment, wie lebe ich dann morgen? Jetzt habe ich hier mein Geld, was ich gesammelt habe über all diese Jahre. Aber wie geht es weiter, Jesus? Nein, es ist ein neues Leben im Vertrauen, im Glauben auf den Herrn Jesus Christus. Er verlässt alles, er steht auf und er schaut nicht mehr zurück. Meine Lieben, die Errettung ist ein Geschenk Gottes. Die Errettung ist umsonst, ist aus Gnade. Aber Jesus eine Antwort zu geben, Jesus Ja zu sagen, wird uns oft etwas kosten. Die Errettung Gottes in unserem Leben ist umsonst. Aber Jesus eine Antwort zu geben, Jesus Ja zu sagen, es wird uns manchmal sogar oft im Leben etwas kosten. Wir sind berufen, unsere Sünden zu verlassen. Wir sind berufen, unsere schlechten Gewohnheiten zu verlassen. Wir sind berufen, vielleicht sogar falsche Freundschaften zu verlassen. Paulus sagt es immer noch im Philipperbrief in Kapitel 3, nach all diesen Jahren, als er mit Jesus lebt. Er sagt, ich vergesse alles zurück. Ich schaue nicht mehr zurück. Und Paulus hat menschlich gesehen so viel verlassen in sein Leben. Eigentlich hätten Menschen gedacht, er ist ein Versager. Paulus, wie kannst du das alles wegwerfen? Aber Paulus sagt, ich habe etwas Besseres gefunden.
Wenn wir Jesus finden, wir finden etwas viel, viel Besseres als all das, was uns diese Welt anbieten kann. Deswegen, es lohnt sich, etwas für Jesus zu verlassen, um Jesus zu gewinnen, weil Jesus ist das Beste, was wir haben können. So, er verlässt alles. Und ich möchte fragen heute Morgen, bist du bereit, wärst du bereit, alles für Jesus zu verlassen? Alles heute Morgen hinter dir zu lassen für ein neues Leben mit Jesus? Und dann zweitens, die Bibel sagt uns, Matthäus, er folgt Jesus nach. Es ist nicht nur das Negative, dass er alles verlässt, dass er alles hinter sich lässt, sondern das Positive, er geht nach Jesus. Es bedeutet, Matthäus hat jetzt eine neue Richtung. Matthäus hat jetzt ein neuer Herr über sein Leben. Das bedeutet, Jesus bestimmt jetzt sein Leben. Nicht er selber bestimmt nicht mehr, sondern Jesus bestimmt jetzt sein Leben. Ich möchte jetzt zum Schluss ein Bild zeigen, ein letztes Bild zeigen. Genau. Jesus ruft dich heute. Ich habe leider keine deutsche Bild gefunden, wo es Ja oder Nein steht, aber ich glaube, das versteht sich, was dieser Bild bedeutet. Weil mit diesem Objekt sind wir fast ganzen Tag im Hand. Und wenn jemand uns anruft, wir haben zwei Möglichkeiten. Wir sind 2000 Jahre entfernt von diesem Text, von dieser Geschichte. Vielleicht würden wir sagen heute Morgen, ja, es ist eine schöne Geschichte, aber lasst uns eins nicht vergessen. In dieser Geschichte geht es um uns. Jesus ruft dich heute Morgen. Er ruft dich. Er ruft dich zu einer Beziehung mit ihm. Er ruft dich trotz deiner Vergangenheit, egal wer du bist. Wir haben gesehen, es ist ein Neuanfang möglich. Eben für die Sünde, eben für die, die versagt haben, eben für Menschen, die vielleicht denken, es sind zu weit gegangen, oder Menschen, die verachtet werden in dieser Gesellschaft oder in dieser Welt. Ist ein Neuanfang möglich allein durch Jesus Christus? Und wann kann dieser Neuanfang losgehen? Und wann kann ich diesen Neuanfang erleben? Und die Antwort ist, gerade jetzt, heute Morgen. Es hängt jetzt alles von dir ab. Jesus ist gekommen, Jesus ist gestorben, Jesus ist auferstanden. Jesus ruft dich, er hat dich schon mal gerufen. Jesus redet zu dir. Und es hängt jetzt von dir ab, was wirst du tun? Jesus ruft dich, alles zu verlassen, um mit ihm zu sein, mit ihm zu leben. Was ist deine Antwort heute? Du hast heute zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins wäre, auf diese rote Taste zu gehen und zu sagen Nein. Ja, Jesus ruft mich, aber nicht heute. Ja, Jesus ruft mich, aber ich bin zu beschäftigt, ich bin zu jung, ich habe noch andere Dinge im Leben, ich will noch ein bisschen genießen auch aus meinem Leben. Manche leben mit dieser Lüge, etwas zu genießen, man genießt nicht wirklich das Leben ohne Gott und ohne Jesus. Und vielleicht du denkst heute Morgen, ja, Jesus ruft mich, aber ich drücke heute auf die rote Taste. Heute, nein, heute nicht, irgendwann mal. Aber ich möchte dir sagen, falls du dir vornimmst, falls du überlegst, auf die rote Taste zu gehen, wenn Jesus dich ruft, ich möchte dich warnen und sagen, du weißt nicht, wann er dich nächstes Mal ruft. Deswegen verschiebe es nicht. Sag nicht vielleicht in einer Woche, vielleicht in einem Monat, vielleicht irgendwann mal. So wie der eine in Apostelgeschichte Felix. Paulus hat vor ihm gepredigt und dieser Stadtverwalter, dieser wichtige Mann hat gesagt, ach Paulus, über diese Sachen, über diese Predigt werde ich dir ein andermal zuhören. Und es kam nie wieder, Geschwister, es kam nie wieder die Gelegenheit, dass er nochmal das Wort hört. Ich kann mir vorstellen, in die Höhle werden viele Menschen sein, die mal gesagt haben, bei der nächsten Gelegenheit, mit einer nächsten Predigt, mit einem nächsten Gottesdienst. Aber vielleicht kam nicht mehr die Gelegenheit, die Möglichkeit. Ich möchte sagen, jetzt ist die Möglichkeit. Jetzt ist die Gelegenheit.
Wenn du sagst, wenn du weißt, heute ruft dich Jesus und du gehst auf die grüne Taste, mit anderen Worten, du sagst ein Ja zu Jesus. Du sagst heute Morgen, ich möchte kommen. Ich möchte, dass die Sänger nach vorne kommen. Neuanfang im Leben eines Zöllners. Neuanfang, das geht, das geschieht allein durch Jesus Christus. Jesus kommt und Jesus ruft dich. Was wirst du tun? Was werde ich tun? Dieser Moment jetzt ist ein ganz besonderer Moment. Deswegen wir möchten noch nicht schließen, wir möchten noch nicht einfach uns beeilen und schnell schließen, weil wir möchten nach dieser Botschaft, wir möchten die Gelegenheit geben. Wir möchten die Möglichkeit geben. Matthäus hat damals die Möglichkeit gehabt, Jesus hat gesagt, folge mir nach. Er wusste schon natürlich einiges über Jesus. Er hat schon von Jesus gehört. Und nochmal, vielleicht in Matthäus Herz, es war eine Sehnsucht da, nach ein neues Leben. Nach mehr als dieses Zollhaus. Nach mehr als Geld zu sammeln auf dieser Erde. Nach mehr als nur dieses irdische Leben. Er wollte mehr als das. Und eines Tages kam dieser Ruf, folge mir nach. Und in dem Moment, er verlässt dieses Zollhaus. Er lässt alles zurück. Er lässt alles zurück und er geht mit Jesus. Der Preis war groß, würden wir sagen. Aber nach 2000 Jahren, wir schauen zurück, wir öffnen das Neue Testament und da steht das Matthäus-Evangelium. Es hat sich gelohnt. Wir können uns nicht vorstellen, was Gott aus unserem Leben machen kann, wenn wir ihm unser Leben geben. Es lohnt sich, heute Morgen zu ihm zu kommen. Es lohnt sich, heute Morgen alles zurückzulassen, um ein neues Leben mit Jesus anzufangen. Es ist ein ganz besonderer Moment, weil wir möchten jetzt die Gelegenheit für eine Antwort geben. Jesus ruft dich und er ruft mich. Er gibt uns die Möglichkeit, jetzt am Anfang des Jahres, das hat nicht mit dem neuen Jahr zu tun und mit Vorsätzen und mit keine Ahnung was, sondern das hat damit zu tun, dass Gott ein Gott der Neuanfänge ist. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Die Gelegenheit ist da, heute Morgen eine Antwort zu geben. Damals, alles danach, nachdem Jesus gerufen hat, es war alles bei Matthäus. Was wird er tun? Wie wird er reagieren? Jetzt ist die Gelegenheit für uns, für dich. Ist die Möglichkeit, eine Antwort zu geben, mit Jesus neu anzufangen. Matthäus hat Jesus eine Antwort gegeben. Die Bibel sagt uns, er stand auf, er hat alles verlassen, er ging mit Jesus. Wie wird deine Antwort heute Morgen sein? Von deiner Antwort heute Morgen hängt deine ganze Zukunft ab, dein ganzes Leben ab, dein ewiges Schicksal ab. Komm zu Jesus. Wir werden jetzt anfangen zu singen und ich möchte dich ermutigen, wenn du hier bist, du hast dein Leben noch nicht Jesus gegeben, noch nicht Jesus anvertraut, du bist noch nicht ein Jünger Jesu, du hast noch nicht ein Neuanfang mit Jesus erlebt, möchte dich ermutigen, wenn die Sänger anfangen zu singen, verlasse deinen Platz und komm hier nach vorne. Nicht diese Gäste, dass du hier nach vorne kommst, rettet dich. Jesus alleine rettet. Aber diese Gäste ist eine Botschaft, in der du sagst, ich habe mich entschlossen, ich habe mich entschieden, mein altes Leben zu verlassen, Sachen aus meinem altes Leben zurückzulassen, um ein neues Leben mit Jesus anzufangen. Zusammen mit Christian, mit den Ältesten, wir werden hier vorne sein, wir werden gerne für dich beten. Aber es ist dein Moment, es ist deine Entscheidung. Wenn die anfangen zu singen, wenn du weißt, wenn du merkst, Jesus ruft dich heute Morgen und du weißt, diese Botschaft ist für dich und die Möglichkeit ist da für ein neues Leben, gerettet zu sein, was Neues anzufangen. Ich möchte dich einladen, nach vorne zu kommen. Oder wenn du hier bist und du bist schon ein Jünger Jesu, aber doch brauchst du einen Neuanfang in deiner Jüngerschaft, in deinem Leben mit dem Herrn.
Diese Möglichkeit ist auch für dich, wenn du Gebet brauchst. Wenn du sagen möchtest, heute Morgen mache ich einen Neuanfang in mein Leben mit dem Herrn, in mein Leben mit Jesus. Ich habe ihn vielleicht vernachlässigt, ich habe vielleicht die Beziehung mit ihm vernachlässigt und ich möchte heute Morgen wieder zu diesem Ruf kommen, wo Jesus sagt, folge mir nach. Ich möchte dich einladen, deinen Platz zu verlassen, hier nach vorne zu kommen, als eine Botschaft, als eine Entscheidung, wo du sagst, ich möchte mit Jesus gehen. Ich möchte auf seinen Ruf eine Antwort geben.